Fitness Diaries. Deutschlands bekannteste Influencer geben euch exklusive Einblicke in ihren Lifestyle. Hallöchen. Hey, meine Lieben. Ich bin die Catherine Schulze. Adrienne Connissau. Jessica Paschka. Sophia Thiel. Ich bin Anja. Fitness Diaries ist ein ganz privates Tagebuch. So privat habe ich mich noch nie gezeigt. Jetzt bei Fitness Diaries. Jessica tankt weiter bei ihren Liebsten auf und erlebt mit ihrer Tante Momente, die ans Herz gehen. Sie ist wirklich immer für mich da. Adrienne unterstützt ihren Bruder beim Abnehmen. Catherine hat große Ambitionen und schiebt ihre Karriere als Moderatorin weiter an. Anja und Sophia helfen sich gegenseitig aus beim Kreieren von Content für ihre YouTube-Channels. Der Tag beginnt. Sophias Woche 5 in ihrer Wettkampfvorbereitung endet. Guten Morgen, ihr Lieben, hier aus München. Ich komme gerade direkt vom Training. Ed und ich haben heute Morgen Schultern trainiert und eine Stunde Cardio gemacht. Man sieht sogar mein Atem, so kalt ist es. Und Training muss immer sofort als erstes absolviert werden, damit ich den Kopf für den Tag frei habe. Denn heute habe ich was Großes vor. Ich düse mich jetzt nach Rosenheim. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, und zwar die Anja. Anja ist extra aus der Schweiz angereist, um Sophia nach langer Zeit endlich einmal wieder persönlich zu begegnen. Nun möchten sie ihre Kräfte für ein gemeinsames Projekt vereinen. Ich bin jetzt in Rosenheim. Und ich werde jetzt nachher gleich die Sophia treffen. Wir werden nämlich zusammen für unsere YouTube-Channels ein paar tolle vegane Kochvideos abdrehen. Die beiden kennen sich aus Zeiten, in denen Anja noch in der Bodybuilding-Szene aktiv war. Wir haben uns das allererste Mal auf der FIBO 2015 persönlich getroffen. Davor kannte ich sie aus Social Media, da ich eben natürlich, als ich mit Fitness begonnen habe, habe ich hier und da immer wieder geguckt, okay, was gibt es sonst noch für weibliche Kraftsportlerinnen? Und da bin ich auf sie gestoßen. Und sie war schon damals eine Inspiration für mich. Und dann folgt man sich natürlich. Und dann haben wir uns auf der FIBO gesehen, aber nur flüchtig Hallo gesagt. Und sonst war da eigentlich nie wirklich viel. In dieser ganzen Zwischenzeit hat man ja so mitbekommen, dass sie eine komplette, fast schon Wesensveränderung durchgemacht hat. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch Fitness Queen sagen soll oder Yoga Queen jetzt. Doch Yoga Queen Anja kann heute nicht mit einem Sonnengruß auf der Matte in den Tag starten. Das Set ruft. Mit Sophia habe ich effektiv noch nie was gemeinsam gedreht, aber es ist einfach nur eine Vorfreude da, weil ich weiß, es wird ein cooler Tag. Wir haben viel vor, es gibt viel Arbeit, aber es wird ein cooler Tag. Stau und nochmal Stau. Okay, Leute, jetzt ist das absolute Worst-Case-Szenario passiert. Wir haben heute sehr, sehr viel vor. Wir wollten um 12 anfangen bis Open End eigentlich, weil wir 4 Videos machen müssen und das braucht sehr viel Zeit. Und jetzt schaut euch mal das hier an. Es ist kompletter Vollstau. Das geht ja gut los. Immerhin, Anja ist schon mal am Treffpunkt angekommen. Sophia hat mir geschrieben, sie steht noch im Stau, sollte aber gleich hier sein. Ich freue mich riesig auf sie und warte jetzt, bis sie ankommt. Mit fast 2 Stunden Verspätung kommt Sophia am Set an. Hallo! Wie geht's dir? Bist du angekommen? Ja. Hier in meinem Kaff? Ja, aber ein schönes Kaff hast du hier. Jetzt heißt es Zeit aufholen. Wie gut, dass Sophia Heimvorteil hat. Wow. Dann sind wir hier gleich in meinem Quadratmeterbereich. Sehr also, schön. Haben wir gedacht, hier soll die ganze Kochmagie stattfinden. Ja. Let's go, weihen wir die Küche vegan ein. Ja? Genau, sehr gerne. Mit welchem Video fangen wir an? Mit deinem und meinem? Ich würde sagen, wir fangen mit deinem an. Mhm. Bei dir machen wir Frühstücksrezepte. Ja. So, was kann man vegan frühstücken, fragt man sich ja immer. Und da hätte ich jetzt 3 meiner Lieblingsrezepte mitgebracht, die ich dir gerne zeigen würde. Ja. Und danach machen wir meins. Was meinst du? Alles klar. Die beiden treffen sich in einem professionellen Studio, in dem Sophia ein- und ausgeht. Ich bin
mich schon zurecht. Komm dich erstmal in Ruhe an. Ich bereite alles vor und dann können wir nachher direkt loslegen. Sehr gut. Alright. Das Set steht. Es fehlt die Gastgeberin vor der Kamera. Sophia muss sich ranhalten, denn sie hängen im Zeitplan. Ja, ich bin ziemlich gestresst, weil ich ja wegen dem Show zu spät gekommen bin. Also YouTube-Videos sind wirklich doch immer, die fressen sehr viel Zeit, deswegen müssen wir uns ziemlich ranhalten. Ich verschaue meine Sachen und dann legen wir los. Vor 2 Monaten besuchte Adrienne ihren Bruder Norman. Mit dabei Kumpel und Fitnesscoach Julius. Das Ziel, mit Hilfe eines Trainings- und Ernährungsplans will Norman ordentlich Kilos verlieren. Na endlich! Stunden später! Ist das dein Sportzeug? Ich hab das hier, ne? Wow, das ist aber, du bist gut vorbereitet. Na los, komm, lass uns hochgehen. Bei einem Probetraining will Adrienne überprüfen, wie es um Normans Fitness bestellt ist. Ein paar Kilo leichter ist er immerhin schon. Zum Pumper ist er allerdings nicht gerade geworden. Doch mit der älteren Schwester als Coach und Motivator macht das Krafttraining im Gym gleich viel mehr Spaß. In Zukunft müsste Norman aber ganz allein seinen inneren Schweinehund überwinden. Ich habe jetzt erstmal Gedanken gemacht, ob ich weiter trainiere. Ja. Wir fahren jetzt erstmal nach Hause. Da gibt's einen Smoothie. Ein leckeren Smoothie. Smoothie. Nach einem erfolgreichen Training geht es zu Adrienne nach Hause. Sie hat noch eine Überraschung für Gym-Muffel Norman. Hast du Bock auf die Studio oder willst du lieber was zu Hause machen? Lieber zu Hause. Also, wie gesagt, Joggen habe ich probiert, das gefällt mir. Und zu Hause kann ich es einteilen, dann kann ich trainieren. Muss ich erst nach Dresden fahren, das Fitnessstudio. Mhm. Und das kostet auch Geld. Es kostet Geld, ja. Genau. Aber ich hab jetzt was richtig Krasses für dich. Und du wirst echt erstaunt sein, aber ich habe eine App. Heißt Gymondo. Gymondo ist ein Online-Fitnessstudio. Guck mal. Das ist quasi ein riesengroßes Online-Fitnessstudio mit ganz diversen Programmen. Und das Witzige ist, es gibt auch mein Programm. Es gibt Cross & Shape. Also man kann es eine Woche kostenlos testen und dann musst du halt quasi ganz normal einsteigen. Aber ich denke, du hast so viele Möglichkeiten, nur zu trainieren. Das heißt, du kannst dir 2 Programme aussuchen. Es gibt unglaublich viele Bauch-Workout, ja, wie sagt man das, Programme? Also okay. Du stöber einfach mal drin rum. Ich würde sagen, wir machen einfach mal 2, 3 Übungen aus meinem Cross and Shape. Ich bin mal gespannt, ob du mithalten kannst. Yeah. Na, los, los. Adriennes Gymondo-Trainingsprogramm Cross and Shape verspricht durch ein hochintensives Powertraining innerhalb von kurzer Zeit athletischer und definierter auszusehen. So, haben wir das geschafft? Wir essen. Na los, lass uns in die Küche gehen. 2-mal Sport hintereinander. Adrienne belohnt ihren Bruder mit ihrem Spezialsmoothie. Shape Republic Whey, Isolat Protein Vanille. So, wie lief es denn jetzt so die letzten Monate? Also hast du das den Plan von Julius ganz gut umgesetzt oder war es eher blöd? Also ich habe den Plan umgesetzt, ich habe mich an die Ernährung gehalten und was ich festgestellt habe ist, dass man, ich sag mit wenig Aufwand, auf jeden Fall die Ernährung einhält, diese 2500 Kalorien. Man hat halt, ich sag mal, verschiedene Gerichte, die er mir aufgeschrieben hat, die schmecken. Ich brauche mir Pasta, verzichten, Rührei, esse ich gern. Mhm. Und ich habe halt meine Kalorien gespart, dass ich auch am Wochenende mein Bier trinken konnte. Das ist gut. Ja. Man fühlt sich auch, wenn man auf die Ernährung achtet, viel fitter, weil ich kenne meine Zeiten vor, ich glaube, beim letzten Jahr habe ich vor 8 Wochen gegessen, dass man immer schlapp ist mit Fastfood. Was hast du gegessen? Döner. Döner? Döner, ja. Ich weiß genau, was du meinst. Und Leungen. Und wie viel hast du jetzt abgenommen am Ende? Also letzter Stand waren 5 Kilo. 5 Kilo insgesamt. Man hat es auch gesehen an deinem Bauchumfang. Mhm. Aber jetzt ist schon wieder ein bisschen was drauf, oder? Unter anderem, aber wie gesagt, es ist jetzt keine Schwankung von 5 Kilo, sondern vielleicht 1 Kilo mehr. Okay, aber das ist ja völlig in Ordnung. Genau. Es ist ja auch nie, das Leben ist ja auch nie immer perfekt. Und es gibt halt auch mal Tage, wo du einfach keinen Bock hast. Wo du einfach sagst, ich hole mir jetzt diesen Döner und so ich esse jetzt die Pizza. Ja. Und es ist auch in Ordnung so. Ja. Also würdest du sagen, war noch voll und du bleibst ihn einfach dran in der ganzen Stunde. Ich finde das richtig gut. Nee, man macht was für seinen Körper und ist fitter, gesünder. Und es sieht auch jünger aus, wenn du mehr auf dich achtest. Du bist ja nicht zu so einem alten Vorschlag. So richtig tiefe Augenringe. Cool. That's it. Nach monatelanger Suche nach einer neuen Bleibe kann Catherine nun aufatmen. Ich habe eine Wohnung gefunden in Berlin, ja. Und dazu auch noch meine Traumwohnung. Ich bin mega, mega happy drüber. Ich bin noch komplett im Umzugsstress. Also da bin ich zu penibel. Das möchte ich so nicht im TV zeigen.
Aber ja, ich fühle mich wohl, sie ist groß, sie ist hell, ich bin die Erste, die hier drin wohnt und das macht mich mega, mega happy. Ich habe heute ein Moderationscoaching, weil mein Berufswunsch ist ja, in Richtung Moderation zu fungieren und ja, dafür mache ich mich jetzt bereit. Ein bisschen fertig gemacht im Gesicht habe ich mich schon, Haare ein bisschen gemacht, ne? Weil als Moderatorin muss man ja auch immer recht frisch aussehen und ja, deshalb ziehe ich mich jetzt noch schick an und dann geht es los zum Moderationscoaching. Ich freue mich! So weit, so gut. Fertig gemacht. Jetzt geht es zum Moderationstraining. Ich freue mich schon. Wie immer unter Stress. Meine Wimpern sitzen gar nicht. Meine Nägel auch nicht. Weil wenn man umzieht, hat man für solche Dinge halt einfach gar keine Zeit. Jo. Ich bin jetzt da. Gleich geht das Moderationscoaching los. Hi. Hi, ich bin die Catherine. Hi. Stefan. Hi. Ich bin mega aufgeregt, weil ich möchte Moderatorin werden und bin mega gespannt auf das Moderationscoaching. Okay. Und da möchte ich natürlich auch wissen, ob ich das Zeug dazu habe oder nicht. Also reden kann ich auf jeden Fall viel. Erzähl mal ein bisschen, was du so für Erfahrungen jetzt schon hast mit dem Moderieren. Was hast du denn schon moderiert? Wo warst du denn schon? Ja, ich wurde so ein bisschen ins kalte Wasser gestoßen, weil ich habe ja schon öfter mal im TV auch geäußert, dass ich gerne Moderatorin werden möchte. Für den Online-Auftritt der TV-Sendung Love Island moderierte Catherine vergangenes Jahr den Live-Talk After Sun. Mein allergrößter Traum ist eigentlich TAF. Damit dieser Traum wahr wird, gibt Schauspieler und Moderationscoach Stefan Starthilfe. Gibt es ganz simple Sachen, einfach mit Geschwindigkeiten zu arbeiten, mit Pausen zu arbeiten, mit denen man wahnsinnig viel erzeugen kann. Wenn man jetzt zum Beispiel länger spricht, du gewöhnst dich an eine Stimme. Du gewöhnst dich dran und dann fängst du an, halt woanders hinzugucken. Unser Gehirn ist wie auf Kokain. Ich brauche immer neue Informationen. Weißt du? So. Das heißt, wie schaffst du das, dass die Leute bei dir bleiben? Und das ist, dass du sie immer wieder an dich ranziehst. Schönen guten Abend und herzlich willkommen. Hier ist Catherine, Ine. Zu Übungszwecken soll Catherine eine Moderation für ein TV-Lifestyle-Magazin simulieren. Eine Videoanalyse und Tipps vom Profi sollen Catherine helfen, das Beste aus ihrem Talent herauszuholen. Denn in diesem Jahr möchte sie voll durchstarten und ihren Traum verwirklichen. Bedanke ich ganz, danke, ganz recht herzlich. Danke. Und ja, vielleicht trifft man sich ja wieder beim Weg. Ja, schönen Tag für euch. Ja, gleichfalls. Ja, alles danke. Gute. Tschüss. Tschüss. Heute hatte ich ja das Moderationstraining mit dem lieben Stefan und das hat mir mega viel Spaß bereitet. Er sagt, das Einzige, was ihr wirklich noch fehlt, ist halt, dass ich es kontinuierlich mache, regelmäßig mache. Er hat gesagt, an der Kommunikation bzw. an der Aussprache, an meiner Gestikulation und so weiter und so fort hapert das gar nicht, sondern mir fehlt einfach nur noch die Praxis. Auch Jessica steht oft vor der Kamera. Doch heute besucht sie Freundin Anna. Ich bin jetzt gerade in Dortmund angekommen. Und es geht jetzt gleich zu Anna. Jetzt heute werden wir den Tag zusammen genießen, ein bisschen runterkommen. Und dann nehme ich euch natürlich ein bisschen mit. Und dann, let's go. Fertig? Passt. Nicht ganz? Nee, ich habe zu viele Schlüssel. BFF United. Anna geht jetzt ein paar Himbeeren holen und ich warte jetzt eben noch. Und dann Pancakes. Mit Anna mache ich gar keinen Sport. Wir haben noch nie zusammen Sport gemacht. Das ist für dich. Und ich habe noch was gekauft. Nein. Ich konnte nicht, wo du gesagt hast. Aber ich habe gesunde Pancakes geplant. Mit ihr kann ich keinen Sport machen. Nichts, an nichts Gesundes denken. Sie macht immer alles kaputt. Aber sie kann es dir jetzt nicht erlauben. Das ist so unfair. Warum ist das so? Leistungssport in jungen Jahren. Oh, jetzt hast du mich komplett zerstört. Seit 5 Jahren sind Jessica und Kosmetikerin Anna befreundet.
Sie lernten sich auf einem Event kennen und wurden schnell zu Best Friends. Zu Anna ins Haus am Dortmunder Phoenixsee zu fahren, ist für Jessica wie nach Hause zu kommen. Ja, yippie, wir machen Pancakes. Wuhu! Zeig mal meine Pancakes, die habe ich mitgebracht. Ich bin gespannt. Ich auch. Mit der Shape Republic Backmischung für Pancakes sparen Jessica und Anna bis zu 42% Kohlenhydrate im Vergleich zu herkömmlichem Pfannkuchenteig. Der Vanille-Himbeerteig verwandelt die sonst so sündige Mehlspeise in eine süße, proteinreiche, aber dabei kalorienarme Mahlzeit. Das ist so richtig gut, ne? Und während Anna den Rest macht, tue ich so, als würde ich was machen müssen. Ich muss was am Handy machen. Ich bin ein komplizierter Mensch. Was? Ich glaube schon. Ja, für mich bist du als beste Freundin einfach die beste Freundin. Mhm. Weil ich hatte noch nie eine Person, mit der ich wirklich ich sein durfte. Du bist ja die Beste. Anna's Pancakes sind schon mal fertig. Gut? Sehr lecker. Sehr lecker. Es sind nicht so viele Kalorien. Aber ich sag's ihr nicht, weil du sollst es nicht essen. Ja. Die mit ihrer Sahne. Habe ich auch, ne? Wir kriegen es irgendwie nicht hinten ins Wohnzimmer zu nehmen. Weil wir hier schon alles aufessen. Ja. Wir machen uns jetzt einen schönen Abend und genießen den restlichen Abend dann. Noch ein, zwei Stündchen bleibe ich. Wir quatschen noch ein bisschen auf der Couch und vielleicht kraut mich Anna noch ein bisschen. Und keiner weiß eigentlich, dass ich es liebe, gekraut zu werden. Das sage doch, ich zum ersten Mal. Alle. Ja, alle meine also, Freunde, ja. Aber niemals habe ich es vor die Couch. Es ist Zeit, dass wir das hier abbrechen, denn es wird jetzt echt zu privat. Also, gute Nacht. Shape Republic Fitness Food. Du willst easy und unkompliziert abnehmen, weniger Kohlenhydrate und trotzdem genießen? Oder den Protein-Fitness-Boost für deine Traumfigur? Dann entdecke die Vielfalt unserer Produkte sowie Rezepte, Workout-Tipps und mehr auf shape-republic.com. Anja ist heute bei Sophia in Rosenheim zu Besuch. Gemeinsam drehen sie Videos für ihre YouTube-Channels. Ich freue mich schon mega drauf, denn auch die Chemie bei uns beiden stimmt voll. Das heißt, wir sind jetzt nicht stocksteif vor der Kamera. Wir, glaube ich, können uns auch einfach locker lässig unterhalten. Aber ich bin heute sowieso nur der Sidekick, weil ich nicht die vegane Expertin bin, sage ich mal so. Anja bringt Sophia on-cam vegane Frühstücksrezepte bei. Ich würde so einen kleinen Kaffeelöffel um. Ja, es ist. Zusammen haben die beiden auf YouTube fast 1 Million Abonnenten. Und an die richtet sich dieser Gruß aus der Küche. Auch Sophias Mutter möchte nur mal eben Hallo sagen. Aber seht ihr euch oft nachts? Oder ja, schon, ja. Aber du kommst dann manchmal so ein bisschen zugucken und so? Oder? Ja, heute brauchen wir Unterschriften. Ach so, also, ja. Genau. Zuschauen, wenn wir Zeit haben. Zuschauen, ja. Schön. Jede Lücke in Sophias Terminplan wird genutzt. Also meine Mama kommt so oft vorbei, wie es nur geht, hier in Rosenheim, weil sie wohnt auch nicht weit von hier. Und jetzt freue ich mich natürlich, wenn ich sie sehe. Dann müssen wir halt auch erstmal ein bisschen austauschen. Ich nehme meistens auch ein paar Geschenke mit. Und Familie ist wirklich sehr, sehr wichtig. Auch wenn wir jetzt uns nicht zu einem Dreh sehen, dann gibt es immer den Familiensonntag oder irgendeinen Tag, wo wir uns alle zusammensetzen und einfach ein bisschen plaudern. Viel Zeit ist dafür heute nicht. Auf Sophia und Anja warten noch einige Takes für die YouTube-Videos. Und Mama Thiel muss auch weiter. Ich hatte jetzt direkt den Eindruck, dass das bei Sophia und ihrer Mama sehr ähnlich wie bei mir und meiner Mama ist. Ich finde es mega schön, dass sie einfach so reinschneit, während wir hier am Arbeiten sind und ein bisschen zuschaut, dabei ist. Kommt mir ganz bekannt vor von zu Hause aus. Wir haben es geschafft, mega, hau rein. Mega, Sophia. Ich glaube, wir haben jetzt definitiv genug gekocht. Ja, ich bin jetzt ein bisschen K.O. was. Ich habe nichts davon gegessen von allem. Ah. Nee, also ich bin in Wettkampfvorbereitung, cool. Deswegen ich koche dann meistens trotzdem meine Kochvideos, Rezepte, die ich richtig gut finde, aber dann vor allem mit der Wettkampfvorbereitung kann ich da leider nichts probieren. Ich habe alles aufgegessen. Ja, deswegen, ich habe mich dafür entschieden, jetzt gibt es kein Zurück und jetzt bin ich in Woche 5, also eigentlich noch am Anfang. Stolz auf dich, sonst klappt das nicht.
schon gut. Sie ist ja voll durch. Falls sie meine Unterstützung braucht, dann hat sie die voll und ganz. Weil ich selbst war auch mal... Ja, Mann. Ja, echt jetzt. Ich war auch mal in den USA. Ich war auch mal in Meal Prep und Wettkampfvorbereitungen. Und ich weiß, wie oft man da Leute hat, die das nicht verstehen und die dagegen reden. Und ja, ist das noch gesund und so. Und ich finde, sie macht's richtig. Sie folgt ihrem Herzen und ich freue mich für sie. Dankeschön. Jetzt muss ich erst mal durchziehen und schauen, ob ich es überhaupt hinkriege. Ja, klar kriegt sie das hin. Nach der Pause wird noch ein Talk-Video aufgenommen. Und stopp. Daniel, it's a wrap. It's a wrap. Schluss. Drei Videos sind im Kasten. Anja und Sophia haben heute mit vereinten Kräften reichlich neue Inhalte für ihre Social-Media-Auftritte produziert. Wenn das mal nicht gemeinsam stark ist. Anja! Danke nochmal für alles. Danke dir für alles. Ich bin immer noch am Essen. Ja, alle. Es schmeckt hammermäßig. Und immer wieder gerne. Danke. Ebenfalls. Jessicas freies Wochenende in der Heimat geht weiter. So, jetzt habe ich gerade geparkt und jetzt geht's zu meiner Lieblingstante, zu meinem Lieblingsonkel, meine zwei Cousins. Mein Name ist Harper. Ich bin ein sehr anstrengender Hund. Ich stelle euch mal meine allerliebste Tante der Welt vor. Also eigentlich meine zweite Mami. Es ist meine Tante. Hallo. Ich liebe sie unendlich und ich kann mir ein Leben ohne sie gar nicht vorstellen. Jetzt muss ich fast weinen. Ich auch. Aber sie ist wirklich immer für mich da und... Ich kann kaum reden. Ich bin sehr, sehr froh, sie zu haben. Und ja, hier früh fühle ich mich am wohlsten. Sehr happy. Sagt man irgendwie zu selten, das sollte ich irgendwie öfter sagen, dann tut es vielleicht umso wohler. Du tust das in dein Herz. Ich merke das nur gar nicht wahrscheinlich. Doch, du tust das mit deinem Lächeln und mit deinem Herz. Wie man sehen kann, berührt mich sowas extrem. Ja. Daran merkt man einfach, dass man ja, die wichtigsten Menschen um sich herum hat. Das ist das wirklich das Allerwichtigste. Und natürlich ist der Job und alles natürlich super toll und auch alles wichtig. Und, aber dieser Mensch kennt mich einfach so gut. Die sind auf jeden Fall für mich immer da. Nächste Woche heißt es Abschied nehmen. Die fünf Fitness Diaries Powerfrauen treffen sich zum großen Staffelfinale. Schnell jetzt die Zeit wieder rumgegangen ist. Also mir kam es so vor, als ob wir eigentlich vor kurzem erst angefangen hätten. Und jetzt ist schon das Finale zusammensitzen. Fast vorbei! Ja. Das ist so sentimental, Mann. Ja. Nächste Woche ist das Fitness Diaries Finale. Ihr wollt die Folge vor allen anderen sehen? Dann meldet euch jetzt beim Shape Republic Newsletter an. Ihr seht die Folge 2 Tage vor TV-Ausstrahlung. Jetzt anmelden unter folgendem Link.